Shalom Aleichem, herzlich willkommen zum Shiur Zera Shimshon, Parashat Shavua Va'et Hanan. Wunderbare Shiur heute, Zera Shimshon Ot Daled, Lerefua Shlema für Elia ben Yehudit und Joshua. Wir werden beginnen mit einem Psalmen 100 heute, um Hashem zu danken. Sehr oft bitten wir. Und wir müssen heute auch bedanken für alles bis jetzt und bedanken sich von voraus auf das Zukunft. Mizmor le toda, Rio la dinoi, kol oretz, ivdu ta donai besimcha, bo lefanav birnana, de uki adinoi u Elohim, u asanu, velo anachnu amo, vetzon marito. Bo, sharav betoda, chatzerotav bitehila, hodu lo, boru shmo. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. In פרשת ואת חנן, wird noch einmal wiederholt עשרת הדיברות. Die zehn Worte, die zehn Gebote, sogenannte von Hashem. Und es wird noch einmal beschreibt, dass der Tag, da du vor dem ewigen deinen Gott am Horeb stand, als der Ewige zu mir sprach, versammelte mir das Volk, dass ich meine Worte hören lassen. Sie sollen es lernen, mich alle Tage zu fürchten. Also Hashem will, soll man lernen, ihm zu ihr Art, zu Ehrfurcht haben, aber das reicht nicht. Ve'ed bneihem Yelamedun. Und ihre Kinder sollen sie es lehren. Also es reicht nicht nur lernen, sondern lernen, um zu lehren. Und da der Zera Shimshon sieht noch eine Pasuk, die steht in der Nähe, und er versteht, wenn diese Pasuk steht vor diesem Lernen und Lernen, hat das bestimmt damit verbunden. In die Pasuk 11, Kapitel 4, steht geschrieben, Vatikrevun, Vataamdun, Tachat Hahar. Ihr tratet heran und stelltet euch am Füße des Berges auf. Vehahar, Boer Baesh, Ad Leiv Hashamayim, Choshech, Anan, Va'arafel. Und das Berg Feuer umläut bis ins Herz des Himmels aus Finsternis, Wolke und Nebel heraus. Das, was steht geschrieben, ihr sollt stehen neben dem Berg und der Berg brennt wie Feuer. Fragt der Zera Shimshon, warum es ist mir so wichtig zu sagen, sie sollen lernen, und es hat zu tun mit dem Feuer, die brennt auf dem Berg. Steht geschrieben in Midrash, Shir Hashirim, wenn das Volk hat gehört, die Stimme von HaKadosh Baruch und die Stimme von Hashem, es wurde verankert und eingeschmelzt und hingekommen im tiefen Erinnerung die Torah in ihre Herzen. Das, was sie haben gelernt von Hashem, das haben sie gelernt und vergessen nie. Aber sie haben gesagt zu Moshe, bei den zehn Geboten, rede du bitte mit uns. Und in dem Moment, wo Moshe redet, da haben sie gelernt und verlernt. Also der Mensch gibt das zwei Wege zu lernen. Ein Weg, wenn man lernt etwas von Hashem. Das bleibt immer. Weil Hashem bringt uns eine Lektion am Leben. Also Hashem schickt uns manchmal verschiedene Passierungen, Situations. Und wenn Hashem lehrt uns, oho, vergisst man nie. Bleibt auf ewig. Aber wenn Moshe Rabbeinu lehrt uns, man lernt, aber man vergisst.
So läuft das, wenn ein Mensch nicht wiederholt das, was er gelernt habe, vergisst er. Gut. Also was haben wir gesehen bis jetzt? Wir haben gesehen, soll man lernen und lehren, die Kinder. Und wir haben gesehen, dass das Berg ist voll Feuer und Rauch und Wolke, starke, interessante Pyrotechniken. Okay. Und dann hat das Hashem schon gesagt, wenn man hört die Wörter von Hashem direkt, dann bleibt das ins Herzen für ewig. Und wenn man lernt von Moshe, dann man lernt und man vergisst. Und da steht geschrieben in unserer Parasha, versammle mir das Volk und soll ich denen hören lassen meine Wörter. Das heißt, die Stimme von Hashem schenkt der Mensch vorbereitetes Herz, ihm zu Ehrfurcht. Weil gleich, wenn der Mensch hört die Stimme von Hashem, sein böser Trieb, sein jetziger Horror geht weg. Bis gleich, dass sie sagen zu Moshe, rede du mit uns. Und der Serachim schon will jetzt wissen, eins, was hat das zu tun, lernen und lernen die Kinder? Zwei, was ist die ganze Sache mit dem Feuer? Feuer bis die Flamme, Feuer bis den Himmel, Feuer bis ein Herz. Okay, dann sage ich ihm schon, beginnt die Sache zu erklären. Feuer bedeutet eingemeißelt, eingekritzt, eingeschweißt, so wie Kinder nehmen so eine Lupe und machen so mit der Sonne 10 Gebote auf ein Holz. Also jetzt ist Sommercamp, es gibt viele Camps. Sie wollen, sollen die Kinder irgendeine Beschäftigung machen. Sie kriegen ein Stück Holz, sitzen in die Sonne und machen so ihre Namen. Chaim Jankl. Dieser Chaim Jankl mit dem Feuer, mit dieser braune. Interessant, ich kann mich das erinnern als Kind, wenn man nimmt die Fernglas, die Lupe, und man beginnt zu verbrennen, man nimmt einen Bleistift. Man schreibt schön den Namen und man geht mit der Lupe auf die Linien. Es gibt Momente, wo man sieht wirklich Rauch. Also wirklich, man sieht 10 Gebote, man sieht, etwas ist eingekritzt, etwas ist eingemeißelt. Okay, warum? Weil es steht geschrieben, ki Hashem Elokecha esh ochla. Hashem ist Feuer. Wo offenbart Hashem zu Moshe Rabbeinu beim ersten Mal? In Labat Esh, in dem Snea Boer, in dem brennenden Dornbusch. Dort erscheint Hashem zu Moshe zum ersten Mal. Okay. Steht geschrieben in Pasuk 24, Hashem, dein Gott, ist eine Feuer, die ist. Und der böse Trieb, was ist er? Er ist eine Schlange. Und die Schlange hat Angst vor zwei Sachen, von Feuer und von Hauch, von Rauch. Also wenn er sieht Rauch oder Feuer, kommt er nicht in die Nähe. Und so beginnt der Serachim schon die Sache zu erklären mit einem Halacha. Jetzt gerade im Sommer muss man sehr vorsichtig sein mit dieser Halacha. Du machst ein Picknick draußen im Balkon und du hast draußen gelassen eine Kanne mit Milch oder mit Wein oder mit Traubensaft oder ein anderes Getränk offen und du bist weggegangen und es war offen. Sollst wissen, du darfst das nicht mehr trinken, wenn es war nicht in Aufsicht von Augen von Menschen. Warum? Weil es kann sein, dass kam von der Zaun eine Schlange, hat gegeben ein Biss, hat probiert und hinterlassen ein Gift. Aber wenn die Wasser waren kochend und es kommt Hauch oder gibt, sagen wir, jemand macht Barbecue, sogenannten offene Feuer, und von dem offenen Feuer kommt heraus
ein Feuer, ein Rauch, dann soll er wissen, dass der Schlange hat dort nicht zu suchen. Interessant, also die Halacha sagt dir etwas ganz interessant, wenn es heiße Wasser und es kommt Hauch, oder wenn es neben Feuer und es brennt wie Feuer, dann der Schlange kommt nicht. Okay. Und da darf man trinken. Warum? Weil alle griechischen Tiere, nicht von Griechenland, die Griechen auf dem Boden, also die Griechen, die haben Angst von dem Hauch, von dem Rauch, von dem Feuer. Sie gehen nicht dran. Es gibt nur eine Tier, Salamandre, die geht rein in Feuer, aber auch, sie ist nicht vergiftet. Sie kann nicht vergiften. Aber sonst alle Tiere laufen weg von Hauch, von Rauch, von Pere auf Jiddisch. Pei Alef Reish Hei. Das ist so ein Hauch, was kommt doch. Okay. Wiederholung bis jetzt, um die Sachen zu verstehen. Muss man lernen und lehren. Wenn Hashem lernt, gleich lehrt er. Die Lehre ist gleich gelernt. Wenn ein Rebbe lernt dir oder ein Mensch lernt dir, du lernst alleine. Manchmal, bis du lernst, bezahlst du Rebbegeld. Also Rebbegeld bedeutet, durch den Fehler mehrere Mal. Ja, aber wenn ein Mensch hat gelernt von Gott, so. Und da beginnt er zu sagen, dass Hashem ist Feuer und deshalb seine Erscheinung auf dem Berg Sinai ist durch Feuer. Feuer und Aschan, Feuer und Rauch, weil Feuer und Rauch entfernen die Schlange. Wer ist die Schlange? Die Schlange ist der Jezeror, der böse Trieb, und er kommt der Mensch und er verführt ihn in seine schwache Stelle und er kommt immer dort, wo hat man ihn nicht erwartet. Und das, was steht geschrieben in Talmud, in Kiddushin, solange der Mensch ist beschäftigt von Torah, beschäftigt mit Torah, er ist nicht verbunden in sein Jetzer. Und es gibt ein böser Trieb, aber es gibt ein Gewürz, weil die Torah ist Feuer und der böse Trieb ist Schlange. Und die Schlange läuft weg von Feuer. Darum der böse Trieb läuft weg von die Torah. Darum wurde die Torah gegeben von dem Feuer, um zu bringen in unser Herz eine volle Ira. Also ist interessant, wir haben gerade gelernt über diese Kinder, die machen die Buchstaben. Wenn man guckt auf die Torahrolle, sie sieht aus wie diese Buchstaben, die Kinder malen auf dem Feuer, die besondere Tinte, auf dem besonderen Pergament. Nach vielen Jahren eine Torahrolle mit ihrer gelben Erscheinung und mit diesen Buchstaben, es ist unglaublich. Nach vielen Jahren diese Buchstaben werden so rot-grün. Also die sind nicht mehr so schwarz-frisch. Das ist ein Phänomen. Ich kann mich erinnern, es gibt ein paar alte Torahrolle. In die alte Torahrolle ist ex-schwarz. Also es ist nicht mehr schwarz. Die Farbe hat sich geändert, weil da hat man schon viel, viel gelernt und gebetet. Und die Feuer von Hashem kann auch kommen durch den Torah lernen. Ich erkläre das ein bisschen. Jeder Mensch hat einen bösen Trieb. Aber wenn ein Mensch ist beschäftigt und er ist voll Feuer, er betet, er arbeitet, er lernt, dann hat nicht der Zeit, der böse Trieb, ihm zu kommen, frisch, gesund und Meschuggah zu machen, einen Fehler. Er ist beschäftigt. Beschäftigte Menschen kommen meistens nicht zum Dummheiten. Kann man auch Fehler machen. Jeder Mensch ist nur ein Mensch, aber im Großen und Ganzen weniger als einer, der klappt Kopf in Wand. Aber die Torah hat in sich eine Kraft. Diese Kraft heißt Esch, Feuer. Der Feuer ist derjenige, der schenkt der Mensch eingravierten Sätze von Hashem. Und die Torah bleibt, auch wenn er sündigt. Was heißt das? Wenn ein Mensch hat gemacht eine Mitzwe, Tfilin gelegt, Mezuse gelegt, Zdoke gegeben, gebetet und danach hat er gesprochen über jemand Übelrede, schlechte Rede, Plotkes,
Was passiert mit allen Mitzwes? Die sind alle stioniert, radiert, löschen. Alle Daten sind ausgelöscht. Schluss. Also du hast über jemand was Schlechtes gesprochen oder ein anderer Avera gemacht. Ein Mensch hat gebetet und alles gemacht, kam er in die Geschäft und hast du zu borgen 200 Euro? Nein, habe ich nicht. Gelogen, gemacht eine Avera, eine Sünde, alle Mitzwes, die hat er gemacht, bis jetzt ist weg. Aber wenn der Mensch hat gelernt, Tora, egal was er hat gemacht danach, spielt keine Rolle wirklich. Warum? Weil Tora ist eine Lehre, so wie es steht geschrieben über Elisha ben Avuya, dass Elisha ben Avuya ist geworden ein Apikoires und trotzdem Rabbi Meir läuft nach ihm Tora zu lernen und man fragt ihm, Rabbi Meir, der ist doch nicht Schoimer Shabbos und der ist Prefes, er ist geworden a Romai, a Kadassor. Ein Imperator ist er geworden. Was ist mit dir los? Sagt Rabbi Meir, wenn einer isst Granatäpfel, isst er nicht die Schale. Er isst nur die Kerne. Mir interessiert nicht, was ihr redet über Elisha ben Avuya. Der kann Tora lernen. Warum kann er Tora lernen? Weil Rabbi Elisha ben Avuya sagt, wenn ein Mensch lernt als Kind, das ist wie ein frisches Pergament und frische Tinte. Ein Kind, wenn er lernt, der Pergament ist neu und die Tinte ist frisch und alles bleibt, wenn ein Mensch wird alt, was passiert? Die Pergament ist schon mehrere Mal radiert und die Tinte ist auch schwach. Der Zera Shimshon kommt hier und sagt eine chassidische Gedanke. Warum bei Kindern, wenn sie was lernen, bleibt das? Weil es ist von Gott. Sie haben das genommen ohne Schlange. Sie haben das genommen pur mit Begeisterung, mit Gefühlen, mit Berührung, mit der sauberen Schöne und sauberen Herz. Sie nehmen an, was man sie sagt. Und wenn kommt ein dreijähriges Kind in Cheder und man sagt, sag Aleph, komm jetzt Aleph O. Sagt er, komm jetzt Aleph O. Komm jetzt Beis Bo. Und der Lehrer steht hinter ihm und werft den Bonbons. Und er guckt, wer werft, und der andere Lehrer geht weg und fragt, wer hat geworfen? Sagt man ihm, Engel Michael. Engel Michael hat geworfen Bonbons. Gut. Und da, der Kind liebt diese Bonbons von dem Engel, kommt Pesach. Und man sagt, da muss man putzen die Häuser, muss man putzen die Schrank. Nimm mal raus die Zuckerlach, die Bonbons. Das ist Chametz. Sagt er, ja, aber Bonbons von Engel kann ich sein nicht koscher, kann ich sein sauber. Dann sagt man dem Kind, nee, das haben wir Spaß gemacht, das ist nicht wirklich Michael. Was haben wir gemacht? Wir haben verbrannt wirklich seine Glaube. Also so Menschen haben eine... 1000 Leute können nicht sauber machen einen Brunnen, die eine Verrückte hat das vergiftet oder einen schlechten Stein geworfen. Wenn einer macht einen Witz oder zynisch oder ironisch, dann egal was man lernt später, der Witz bleibt hängen und nicht das seriös. Also, Zusammenfassung bis jetzt, Torah ist Feuer, Torah jagt dem Schlange, der böse Trieb, und Torah mit Feuer bedeutet mit Flamme, mit Begeisterung, mit Freude. Und das ist bedeutet, das ist, sollen sie lernen, wenn sie lernen Torah als Feuer, dann werden sie gerettet von der bösen Trieb. Und da werden sie sagen, ihre Kinder, hör mal zu. Die Welt ist Meschuge. Die Welt bietet uns ein sehr viele Sachen von Yetzer Hara. Man kann nicht von ihm, er ist stärker als uns. Die Handy ist stärker als unser Leben. Das gutes Essen ist stärker als unsere Disziplin. Und man sieht die Kinder, die beginnen mit Zigaretten, die trinken Energiegetränke, die trinken Alkohol. Man kann sie nicht retten, das ist sehr, sehr schwierig. Eltern wissen nicht genau richtig, was ihre Kinder reden und sehen und schauen. Sie glauben, sie wissen. Aber wenn der Papa und Mama erklären mit Begeisterung, dass das Wichtigste ist, beschäftigt zu sein
und zu lernen Torah und nicht lassen dem Kind in Dummheit zu gehen, in eine Leere, wenn die Grube ist leer ohne Wasser. Was kommt in eine Grube ohne Wasser? Schlangen und Skorpionen. Aber wenn die Grube ist voll und es gibt eine Beschäftigung, dann kommt man nicht in Dummheiten. Steht geschrieben in Talmud auch, wenn einer hat geheiratet, eine verwöhnte Prinzessin, die gar nicht macht, dann steht geschrieben, soll er sie schicken zu einem Kurs von Kunst oder vom Nähen, von edle, soll sie sein eine Designerin, soll sie sein eine Schneiderin, soll sie etwas lernen, und genauso auch bei dem Mann. Der Mensch braucht eine Beschäftigung. Die Beschäftigung ist da, um der Trieb einfach nicht Zeit zu geben, bei uns zu quetschen und zu mutschen und uns zu besuchen. Und das steht geschrieben. Und wenn man sagt, dass die Kinder sind, dass die Älteren sind beschäftigt, denn das ist für denen ein gutes Vorbild, deshalb muss man lernen und es auch lernen. Und da steht geschrieben, wenn einer lernt Torah bei Nacht, die Shechina, die Gegenwart Gottes, ist gegen ihn präsent. Und steht noch geschrieben, in Echa, das was man liest am Tisha B'Av, Kumi, Roni, Balaila. Wenn du willst Freude haben bei Nacht, die Freude vom Lernen kommt gerade bei Nacht. Wenn ein Mensch ist in Dunkel, dann ist schwer, die Nacht ist Ort, wo die Chizonim kommen, die negative Kräfte. Darum bei Nacht sagt man nicht die 13 Gnade Gottes, Yud Gimel Midot. Man sagt nicht kein Tachnun. Also, und deshalb, die Kabbalisten sagen, dass bei Nacht ist nicht so gut zu lernen, die schriftliche Tora. Man liest auch keine Tora-Rolle bei Nacht, nur am Tag. Deshalb bei Nacht, was soll man lernen? Kabbale, Chassides, Musar, Sachen, die haben zu tun mit dem Feuer von dem Menschen. Okay, also was haben wir gelernt bis jetzt? Wenn es Feuer gibt oder Rauch oder Energie, wo der Mensch ist beschäftigt, volle Wasser, kommt keine Schlange und keine Jetzerer. Jetzt kommt das Erashim schon zu noch einer Sache. Muss nicht sein immer Feuer oder Rauch. Kann man schließen, die Getränke, das ist Nummer eins. Oder kann man lassen, jemand soll sitzen und aufpassen. Wer ist jemand, soll sitzen und aufpassen? Eine Mäuse, eine Tiere, alle Tiere haben nicht Chutzpe zu Menschen. Wenn sie sehen Menschen, sie laufen weg. Weil es steht geschrieben, Hine lo yanum ve lo yishan, Shomer Israel. Deshalb ein Mensch soll sich in sich stellen, der gute Trieb als Schäumer, als Schmiere stehen. Das heißt, in uns gibt es zwei Typen. Die Schlange, der böse Trieb, und der Schäumer, der Schmiere steht, der gute Trieb. Die erste Sache ist, Feuer zu machen oder beschäftigt zu sein. Aber wenn nicht, soll der Jetzer Tov, soll der Schäumer, sagen der böse Trieb, du darfst nicht reingehen. Und deshalb bei Nacht lernen ist sehr, sehr gut. Viele Raubtiere und schlimme Tiere, Löwe zum Beispiel. Wann geht der Löwe jagen? Am Tag? Nein. Mittag? Nein. Nachmittag? Nein. Bei Nacht? Bei Nacht geht er jagen. Und so gibt es sehr, sehr viele schlimme, negative, ich will nicht sagen, die heißen Chizoinim, die herrschen in dieser Welt. Sie kommen raus bei Nacht. Und da steht geschrieben, Tizrach HaShemesh Yasef. Steht im Psalmen 104, kommt die Sonne und sie verbergen sich zurück. Und das ist, diese Feuer ist gegen den bösen Trieb, aber nicht nur das. Und das haben wir schon erwähnt. Die Torah lernen ist auch ein gutes Licht. Weil es steht geschrieben, Ner Mitzvah, die Kerze ist wie eine Mitzvah,
Und die Tora ist Licht. Steht geschrieben, Neri beyadcha, venercha beyadi. Hashem sagt, wenn du zündest meine Kerze, ich zünde gegenüber im Himmel deine Kerze. Im ata meshamer et sheli, ani meshamer et shelcha. Wenn du passt auf meine, ich passe auf deine. Also, Hashem sagt mit uns ein Deal. Du zündest, ich zünde. Ata shomer, ani shomer. Du stehst schmire, ich helfe dir mit die Schmire. Hashem aber will sehen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise, wie sagen gute Eltern zu ihren Kindern, zeig ein bisschen Leistung, gebe ich dir viel, viel mehr. Zeig mir eine Bewegung, zeig mir eine Wille, zeig mir ein Interesse. Zeig mir, dass du dich anstrengst, um die Sache zu bekommen. Der Besitzer von der Kerze ist ein Mensch, der hat gute Neshome. Und der Bala Pishtan, der hat die Leinen, das ist der böse Trieb. Was war die Opfer von Kain und Abel? Das war Leinen. Und er rennt über den Mensch, um ihm zu stürmen. Also was ist Leinen? Leinen ist so ein Stoff. Man nimmt eine Streichhölzer, man legt rein in dem, sagen wir, gibt es einen Container, volle Watte vom Leinen. Eine Funke und gleich alles brennt. Jeder Mensch weiß in dieser Welt, dass überall, wo es gibt etwas gefährlich, du kommst zu einer Tankstelle, gibt so ein großes Schild, Vorsicht, Gefährler, nicht rauchen, nicht alles, warum? Eine Beschugene nimmt einen Streichhölzer in die Tankstelle und die Tankstelle wird Bombe. Gott behüte, Gott bewahre. Was muss man machen? Klar muss man dort legen nach dem Gesetz diese spritzige Pulver, um zu löschen. Aber in wahren Momenten wird das nicht helfen. Der Zaun, die Sicherheit, Yirah, Asher ilmedu leYirah oti. Was haben wir begonnen heute? Wir haben gesagt, ihr sollt lernen, uns, mir zu Yirah, Ehrfurcht. Nicht nur lernen, auch die Kinder beibringen. Das heißt, unsere Aufgabe ist uns selbst und unsere Kinder zu sagen, dass wir haben einen starken Trieb, ein Yetzer. Und der Yetzerara kommt jeden Tag ohne Ruhe und er ist sehr kreativ. Er kommt immer in jeder Generation, in jedem Alter, in jeder Situation und er bittet dich was anderes. Und es beginnt bei Kleinigkeit. Die Mädel will eine moderne Frisur. Du? Gut, moderne Frisur. Und dann will sie eine besondere Kleid. Und da und da und da und irgendwann siehst du, man geht so komisch und es beginnt mit Äußerlichkeit, aber die Bewegung ist schon drinnen. Das ist genauso auch bei Männern, man fällt nicht in einen Tag. Man beginnt mit Spaß, mit Freude, noch eine Sache und danach fällt man. Deshalb muss man nie aufhören, Schmire zu stehen. Überwachung, kontrollieren über uns und über die Kinder. Der böse Trieb herrscht nur bei denjenigen, wo ihr Herz ist frei von Torah und Mitzvot. Und ich werde schließen mit zwei Sachen. Pirza koret leganav. Ein offenes Tor, ein Bruch, ruft dem Ganav. Also wenn er sieht, eine Möglichkeit einzubrechen, stell mal vor, bricht er. So ist das. Es zieht dem ein, es ist offen, es lädt dem ein zu brechen. Wenn du lässt, du glaubst mir nicht, was ich sage, geh zum Stadt, nimm eine gute Fahrrad und leg das im Stadt ohne zu schließen. Da siehst du, ob Schlomo recht hat oder nicht. Die Fahrrad läuft weg. Und nicht von Eliyahu Navi mit Elisha ins Himmel. Kommt der Ganev. Und wer ist schuldig, dass gekommen dem Ganev? Du, das nicht gestanden, Schmire. Aber wenn es ist in einem Ort, wo es gibt mehrere Überwachungen, Möglichkeiten, die Menschen werden drauf.
Mehrmer achten, mehrmer Schmire stehen. Also zuerst muss man achten. Zweitens steht geschrieben, was passiert, wenn jemand will verlieren sein Business. Er will bankrott gehen, er will nicht mehr verdienen. So. Er hat gute Parnasse, er hat ein gutes Geschäft. Sagen wir, jemand hat eine Fabrik von Kaloschen. Ja, verdient gut. Er will die Fabrik kaputt machen. Sagt der Gemara, soll er lassen die Arbeiter arbeiten ohne Chef. Soll er gehen ein paar Monate von Fabrik, wenn er kommt zurück, kein Problem, die Fabrik ist bankrott. Er hat verloren. Warum? Weil um etwas zu behalten, muss man stark Schmiere stehen. Auf uns Disziplin, auf die Kinderdisziplin, Feuer zu bringen, Begeisterung zu bringen. Und die Kinder, und das haben wir schon erwähnt, erkennen, was ist bei uns wichtig und was ist bei uns wirklich wichtig. Die spüren die Prioritäten, was ist wichtig für Mama und Papa. Welche Benehmung ist toleriert und welche Benehmung kommt nicht in Frage bei uns. Also die nehmen die Wahrnehmung und die erkennen es. Soll die Shiur Torah uns lehren, zu lernen und zu lehren. Dem Feuer und dem Rauch immer permanent, kontinuierlich offen und brennend lassen, damit soll der böse Trieb weggehen und sich nicht verlassen auf eine Wunder, sondern überall, wo wir können, Schmiere stehen, kontrollieren, gehen manchmal in Kinderzimmer, gucken, was sie machen. Wenn die Kinder sind nicht da, eine gute Mama wird gucken in die Tasche, das ist nicht geblieben, vielleicht eine Sache, die die Eltern nicht sehen wollen, was weiß ich, ein Stückchen, eine Decke von einem Bier, oder weiß ich nicht, also ihr versteht schon, was ich meine, ganz genau. Und da, wenn hat man doch was gefunden, da muss man Seichel haben, intelligent sein und wissen, wie die Sache elegant drauf zu kommen. Da braucht man schon mit jemandem zu beraten. Die Schür soll sein, der Vorschlemmer für Elia ben Jerudit und Joshua. Hashem soll uns helfen, dass die Recht und Gerechtigkeit von Hashem von Tisha B'Av soll aufhören und soll kommen Moshiach Tzidkenu und soll er bauen den Bet HaMikdash HaShlishi, so wie ins Feuer wurde es verbrannt, so mit Feuer soll es wieder gebaut. Baruch Ato Hashem, Menachem, Zion, Yerushalayim. Hashem tröstet Zion und Yerushalayim. Shkoyach.